1965 verbrachte Bazalgette ein halbes Jahr in Florenz. Er war Stipendiat der Villa Romana und das war eigentlich das erste Mal die Gelegenheit für Bazalgette, Deutschland zu verlassen, von Berlin zu verlassen und sich längere Zeit in einer fremden Umgebung aufzuhalten. Und ich denke, das Florenz-Erlebnis war für ihn sehr prägend, sehr wegweisend. Er entdeckte dort die italienische Malerei, also nicht nur Raphael oder Michelangelo, sondern was ihn vor allem interessierte, die Manieristen, die also aus dem mittleren, späten 16. Jahrhundert, Rosso Fiorentino, Parmigianino, Pontormo, alle diese Künstler, die nach der klassischen Kunst kamen, waren für ihn eine Offenbarung. Und in dieser Zeit ist unser Bild entstanden, das eines der letzten Bilder ist, das er Bazalgette wohl in Florenz gemalt hat. Der Titel des Bildes ist für das Verständnis, denke ich, sehr wichtig. Es heißt Der Narr von San Bonifacio oder Ludwig Richter auf dem Weg zur Arbeit. Der Narr von San Bonifacio, das ist eine Anspielung auf einen Schweizer Künstler des späten 19. Jahrhunderts, Karl Stauffer Bern, der für sehr viel Aufregung und Skandal in der jungen Eidgenossenschaft gesorgt hat, indem er mit einer der reichsten Frauen damals in der Schweiz, der Tochter von Alfred Escher, also sozusagen durchgebrannt ist. Und sie war gleichzeitig auch Gattin eines Bundesratssohnes. Und diese Liaison voll hat dazu geführt, dass die auch mit Hilfe der schweizerischen Botschaft in Rom und so weiter das Pärchen verhaftet wurde. Also Lydia Escher wurde für wahnsinnig erklärt und Karl Stauffer kam ins Gefängnis. Später ging er dann wieder zurück nach Florenz und hat sich in Florenz umgebracht. Dieses Künstlerschicksal ist für Bazalgette sicher eben ein Auslöser gewesen, eben auch wieder die Frage zu stellen, ja, was ist die Funktion des Künstlers in der Gesellschaft, was hat er für einen Spielraum, welche Rolle weist man ihm zu, und hier natürlich auch, wie bei anderen Bildern dieser frühen Zeit, dieses Sympathisieren mit Außenseitern, mit Künstlern, die von der Gesellschaft geächtet werden, die unter der Gesellschaft oder gesellschaftlichen Normen leiden. Das ist natürlich alles enthalten in diesem Art fiktiven Künstlerporträt, das wir hier sehen. Und im Hintergrund zum Beispiel über dem Kopf der Figur diese ockerfarbene Streifen, das ist die Andeutung der Mauer eben dieser Anstalt, die San Bonifacio heißt in Florenz, wo Karl Stauffer Bern eben gefangen gehalten wurde. Dieses Bild gehört zur Serie der Heldenbilder und damit ist natürlich nicht der Held gemeint, wie man ihn damals zum Beispiel im sozialistischen Realismus kannte, also nicht dieser positive, zukunftsgerichtete, virile Mann, der dass die Zukunft mit Freude ins Auge schaut, sondern seine Helden sind sehr gebrochene Figuren, von der Geschichte gezeichnete Figuren, Figuren, die an Selbstzweifel leiden, also einige der Helden zum Beispiel, auch das Bild aus der Fondation Beiler, sieht man, dass die eine Hand in einer Art Falle steckt, und die Hand blutet, also dieses auch Art Kastrationsmotiv ist natürlich auch ein Motiv, das hinweist, dass der Künstler gefangen ist, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, sondern eben dafür kämpfen muss, sich von äußeren und inneren Dämonen, die ihn bedrängen, zu befreien.